Das Bangen um das Rockmusikfestival am Ring hat ein Ende. Seit vergangenen Dienstag steht es fest, das bekannte Festival Rock am Ring wird durch eine neue Veranstaltung abgelöst. Grüne Hölle, Rockfestival am Nürburgring, so der Name und soll die Tradition eines der größten Rockmusikfestivals in Europa fortführen. Es wird von der Programmatik, also von der Musikfarbe, von den Bands, zu ungefähr mindestens 80% genauso sein, wie es gewesen ist. Wir können ganz klar sagen, wir machen auch weiter Rock am Ring, wir machen kein Pop am Ring. Nach dem Verkaufsprozess des Nürburgrings waren die Verhandlungen zwischen dem neuen Betreiber und dem Veranstalter von Rock am Ring, Marek Lieberberg, gescheitert. Die Capricorn Nürburgring GmbH hatte sich für die Zukunft mehr Fairness seitens der Konzertagentur MLK gewünscht. Der Grund dafür, dass Rock am Ring nun nicht mehr sein 30. Jubiläum am Ring feiern kann. Diese Bedingungen waren Gewinnverteilung zu gleichen Teilen. Es war Partnerschaft und zwar Transparenz. Dazu war Herr Lieberberg nicht bereit, deshalb sind die Verhandlungen gescheitert. Als neuen Partner und Veranstalter des zukünftigen Rockfestivals Grüne Hölle hat man die Deutsche Entertainment AG gewinnen können. Nach eigenen Angaben ist die DEAG ein führender Anbieter von Live-Entertainment und größter Veranstalter von Klassik-Events in Europa. Wir bringen genug Kompetenz mit, das heißt also Stuart Galbraith durch seine vielen Festivals, die er in England macht, das hat er ja vorhin erklärt. Ich alleine habe in meinem Leben, ich glaube, über 100 Festivals alleine schon gestemmt, teilweise auch in meiner Zeit mit Marek. Habe ja auch teilweise hier am Rock am Ring in den Anfangsjahren noch mitgemacht. Also von daher gesehen ist ja ein Festival zu veranstalten für uns nichts Neues. Grüne Hölle, der Nachfolger von Rock am Ring, soll vom 5. bis 7. Juni 2015 weiterhin das Mekka für Rockfans in Europa bleiben. Um den Fans die Entscheidung so leicht wie nur möglich zu machen, verzichten die neuen Veranstalter auf einschneidende Veränderungen. Vielmehr möchte man auf die Erfahrung aus den letzten Jahren aufbauen. Wir können davon nur profitieren. Das heißt, die Infrastruktur steht. Die Fans wissen genau, wo sie parken, wo sie campen, wo sie was trinken kriegen, etc. etc. Und von daher gesehen wird sich da vom Grunde her gar nichts ändern. Mit einem hochkarätigen Programm mit international führenden Rockbands und der Location am Nürburgring will man zunächst für die kommenden 5 Jahre die Rockfans weiterhin in der Eifel halten. Der Name, dessen ist man sich sicher, ist dabei eher von zweitrangiger Bedeutung. Der Fan geht nicht zu Rock am Ring, der geht zum Nürburgring. Er geht zu seiner Band, die er hören will, zu seiner Musik, die ihm gefällt, und er geht zum Nürburgring, weil ihm der Nürburgring die coolste Location ist, die es gibt.